La Gomera. Die magische Vulkaninsel im Atlantik. Auch das Hawaii Europas genannt. Mit einem subtropischen Nebelwald, der auf der Welt einzigartig ist. Man denkt, so ein Baum ist doof, steht einfach nur dumm rum, aber ist es nicht. Doch auch das Meer rund um die Kanareninsel steckt voller Sensationen. Schon seit Jahrzehnten zieht dieses Idyll Hippies und Aussteiger aus aller Welt an. Die Leute, die hierher kommen, wollen dem System entfliehen. La Gomera. Hier startet auch ein Bootsrennen der ganz besonderen Art. Die härteste Ruderregatta der Welt. Ich hoffe, dass es mein Leben verändern wird. Es ist eine Riesensache. Der Weg nach La Gomera führt ausschließlich übers Wasser. Von Deutschland aus bedeutet das zunächst 5 Stunden Fliegen. Destination Teneriffa. Dann geht's per Fähre auf die Trauminsel. Über Jahrmillionen haben Vulkanausbrüche das Eiland geformt. La Gomera ist rau und zerklüftet. Auf der kleinen Insel gibt es über 50 Täler und Schluchten. Hola, dije buenos días. Soy Isidro Ortiz, aprendí a silbar desde pequeño y soy el que rescató al silbo. Der 89-jährige Isidro Ortiz ist einer der wenigen, der heute noch perfekt El Silbo sprechen kann. Oder besser, pfeifen kann. Wissenschaftler vermuten, dass die einzigartige Sprache nur entstanden ist, weil es die geografischen Gegebenheiten der Insel erforderten. Sehr gut. Auf La Gomera hat das gepfiffene Wort das gesprochene Wort ersetzt. Der Erhalt dieser Sprache ist sehr wichtig, weil sie einen großen kulturellen Wert hat. Durch El Silbo konnten sich die Gomeros über große Distanzen verständigen. Heute soll der kleine Pablo die Grundlagen der Pfeifsprache erlernen. Lass ein Loch, damit die Luft rauskommt. Nicht mit den Zähnen, nur mit den Lippen. Schau mal. Es ist nicht einfach, aber ich will es trotzdem lernen. Mach adentro, mach adentro. Ahí. Nach innen, nach innen. Die Pfeifsprache El Silbo war fast ausgestorben. Aber ich hatte das Glück, sie noch retten zu können. Früher wurde El Silbo sogar an gomerischen Schulen gelehrt. Doch seit der Verbreitung des Telefons hat sie an Bedeutung verloren. Heute geht es darum, dass El Silbo nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb habe ich damit begonnen, die Worte genau so aufzuschreiben, wie sie klingen, wenn sie gepfiffen werden. Bis dato gab es keinerlei Silbo-Lehrbücher, nur mündliche Überlieferungen. Isidro will die Sprache durch seine Aufzeichnungen vor dem Aussterben bewahren. Das Erste, was ein Kind lernen muss, ist, nach Mama zu rufen. Mama! Ah, Mama! Ah, Papa! Ah, Tio! Yo tengo hambre! Aber aller Anfang ist schwer. Selbst mit dem besten Lehrer. So machst du es richtig. So ist gut. Weiter so. Ein erstes Erfolgserlebnis. Für Isidro ist es wichtig, dass er sein Wissen an die Jungen weitergeben kann. Denn nur wenn es Leute gibt, die El Silbo beherrschen, kann man dieses einzigartige kulturelle Erbe erhalten.
Um die Insel La Gomera hat der Atlantische Ozean einiges zu bieten. Hallo, ich bin Susanne Brack und ich bin die Walfängerin von La Gomera. Walfängerin? Kann das sein? Ja, das kann sein. Die Gewässer vor La Gomera gelten als weltweit einzigartiger Hotspot für Meeressäuger. Insgesamt konnten Whale Watcher hier bereits 23 verschiedene Delfin- und Walarten sichten. Vom Fleckendelfin über den Grindwal bis hin zum gigantischen Pottwal. Susanne ist natürlich keine Walfängerin im klassischen Sinne. Sie tötet keine Tiere, sie fängt sie in Form von Zahlen, Daten und Relikten. Zu bewundern in ihrem Meeresmuseum. Hier haben wir einen Wirbel, und zwar von einem gestrandeten Pottwal. Ganz schön groß, oder? Wer möchte, kann ihn auch gerne mal anfassen und versuchen zu tragen. Susanne leitet eine Whale-Watching-Agentur. Vor jedem Ausflug vermittelt sie wichtiges Wissen zum Thema. Auf den Vorträgen ist es mir total wichtig, meine Faszination zu transportieren und die Leute dafür zu begeistern, einfach was das für Wesen sind. Ich glaube, dass das komplett unterschätzt wird, weil das sind sich selbstbewusste Wesen. Ihre Waltouren starten im Hafen von Valle Gran Rey. Ihre Gäste bringen oft große Erwartungen mit. Ich würde mich sehr freuen, einen springenden Wal zu sehen. Das ist ein großer Traum von mir. Susanne betreibt sanftes Whale-Watching. Das heißt, sie fährt nur mit kleinen Booten raus, um so die Wale möglichst wenig zu bedrängen. Die Wahrscheinlichkeit, vor La Gomera auf Meeressäuger zu treffen, ist sehr hoch. So, ihr könnt mal schauen, da vorne ist ein kleines Boot. Seht ihr das am Horizont? Weil da in der Nähe sollen zwei große Wale sein. Und ihr könnt mal selber schauen, ob da irgendwas auftaucht, ob was hochspritzt. Scheinbar ist heute ein Glückstag für Waltouristen. Rechts von dem anderen Boot, was ihr sehen könnt, auf 11 Uhr, ist gerade ein Stückchen Rücken aufgetaucht. Oh, da ist da, oh ja, direkt vor dem anderen Boot. Oh, ja. Da sind wir auch die Rückenfinne. Tatsächlich. Zwei seltene Brüdewale tummeln sich unmittelbar vor den Booten. Die gigantischen Planktonfresser werden bis zu 14 Meter lang und über 20 Tonnen schwer. Der Hammer. Boah, die Dauergänsehaut. Oh, Wahnsinn. Nochmal wieder vorne. Vorne. Es sind genau diese Momente, für die Susanne ihr Leben in Deutschland aufgegeben hat. Und das Wichtigste bei dem Ganzen ist einfach eine Haltung, mit der man sich auf dem Meer bewegt. Nämlich, dass wir hier zu Gast sind und Wale und Delfine sind die Gastgeber. Und das ist für mich selbstverständlich, also dieser Respekt zu Wasser und zu Land und einfach zu schauen, was machen die Tiere eigentlich gerade. Weil wir werden ja ganz doll beschenkt durch die. Und da wollen wir einfach vorsichtig anklopfen, ob wir erwünscht sind oder nicht. Heute jedenfalls scheinen die Walbeobachter sehr willkommen. Hier ist sie und guck mal. Hey, wie schön. Ich hab dir ins Auge geguckt. Ich auch. Voll Hölle. Vor euch, sie kommt hier raus, Wolf, genau vor euch. Ich habe schon viele spektakuläre Situationen erlebt und viele besondere Situationen. Aber so in dieser Form wie heute habe ich es eigentlich auch noch nie erlebt, dass sie so nah am Boot sind und sogar einen Spy-Hop gemacht haben, rausgeschaut haben, dass man sie so gut erkennen konnte, auch direkt neben dem Boot. Wahnsinn. Doch damit ist das Spektakel nicht zu Ende. Die Whale Watcher werden heute noch die Geparden der Meere treffen. La Gomera ist ein allerlei an Postkartenmotiven. Malerische Örtchen, grüne Täler und wunderschöne Sonnenuntergänge. Ich bin Thomas Müller, El Fotografo de La Gomera. Thomas Müller war 1980 der erste Postkartenfotograf auf La Gomera.
Seitdem hat er seine Impressionen von der Insel millionenfach verkauft. Das sind alles meine Schätze hier, meine Kinder. Und die vermehren sich natürlich. Ich glaube, wir haben jetzt so 15.000 verschiedene Postkarten. Und immer wieder kommt was dazu. Die Insel verändert sich auch. Aber es gibt natürlich sehr viele, auch nostalgische, die man immer wieder gerne anschaut. Thomas lebt im Westen der Insel, im kleinen Örtchen Valle Gran Rey. Hier hat er sich zusammen mit seiner Frau Romana ein kleines Paradies erschaffen. Jeder Tag beginnt für die beiden mit einem gemeinsamen Frühstück unter Palmen. Wenn man hier lebt, das ist jedes Mal das Gefühl, als wären wir hier im Urlaub in unserem Zuhause. Das ist halt sehr schön. Die zwei haben ihren ganz persönlichen Traumgarten erschaffen. Dieser Gummibaum zum Beispiel, der stand bei uns zu Hause in der La Galleria in einem kleinen Blumentopf und hatte 7 Blätter, einen ganz kleinen Ast. Ja, und der ist jetzt in 5, knapp 6 Jahre, also jetzt im nächsten Jahr sind 6 Jahre, hat er so ein Volumen bekommen. An einem herrlichen Tag wie heute zieht es Thomas trotzdem raus auf Fotosafari. Der 66-Jährige hat die ganze Welt gesehen. Doch nur La Gomera bietet ihm alles Schöne an einem einzigen Ort. Wenn man sehr viel reist, und ich bin sehr viel gereist, dass du in diesem Mikrokosmos von La Gomera alles findest, wo du normalerweise zigtausende von Flugkilometern hinter dich lassen musst, um das alles zu finden an einem Platz. Weil du hast hier alles, alle Vegetationsformen, von der Steinwüste angefangen. Du kannst Alpinismus haben, du kannst komplettes Dschungelklima haben. Hinter jeder Kurve erwartet dich eine andere Überraschung. Hier zum Beispiel ist es das Wahrzeichen der Insel, der Roque de Agando. Ein 1250 Meter hoher vulkanischer Felsturm. Das ist schon ein Wahrzeichen für die Insel. Und wieder Machu Picchu in Peru haben wir hier den Roque Agando La Gomera. Der ehemalige Vulkanschlot ist auch ein Eldorado für Kletterer. Gomera ist für einen Fotografen die absolute Herausforderung. Es ist nie gleich. Das Wetter ändert sich auch laufend und ist immer ganz spannend. Also zwischen morgens um 6 und abends um 6 kann man alles Mögliche hier erleben. Ende der 70er Jahre galt La Gomera als das Aussteigerparadies. Zu dieser Zeit kam auch Thomas hierher. Wie ich die Insel zum ersten Mal betreten habe, hat es mich voll erwischt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Und dann wusste ich, hier gehöre ich her, hier ist mein Platz, hier ist meine Arbeit, meine Aufgabe. Und so war es dann auch. Ganz La Gomera besteht, so scheint es, nur aus Kurven und Schluchten. An den steilen Hängen haben die Gomeros im Laufe der Jahrhunderte unzählige Treppengärten aus den Felsen geschlagen, wie hier in Casa de la Seda. Das ist ein Riesenkino. Die Beleuchtungssituation dieses Tales richtet sich ja immer nach der Wolkenbildung und der Sonnenbildung. Und dementsprechend entstehen dann Licht und Schatten, die allein auch schon über diese Terrassen einen Blick geben und eine Tiefe machen, dass man immer sagt, Mensch, wer hat das erschaffen? Das Klima der Insel ist außergewöhnlich angenehm. Die Durchschnittstemperatur beträgt 22 Grad. Bananen, Papayas und Zitrusfrüchte gedeihen hier prächtig. Thomas hat heute noch eine weitere Station auf seiner Fototour. Besuch einer sagenumwobenen Festung. San Sebastian, die Hauptstadt La Gomeras. Hier leben knapp die Hälfte der 20.000 Insulaner. Normalerweise wirkt das Örtchen recht verschlafen. Nur im Dezember tauchen plötzlich Menschen mit seltsamen Absichten hier auf. Hello, we're Team Astro to Atlantic and we're taking on the world's toughest row. Die vier Britinnen sprechen von einer Atlantiküberquerung im Ruderboot. Die Regatta geht von La Gomera bis nach Antigua in der Karibik. Knapp 5000 Kilometer über das offene Meer, nonstop. Und zwar im Wettstreit mit 26 anderen Teams. Die schnellsten schaffen es in knapp 30 Tagen, andere sind über 2 Monate unterwegs. Für alle Teilnehmer ist dieses Rennen das größte Abenteuer ihres Lebens. 3 Tage vor dem Start des Rennens. Im Schnitt braucht jeder Ruderer zwischen 5.000 und 6.000 Kalorien pro Tag. Das funktioniert nur mit Astronautennahrung. Jeder bekommt 4 Packungen pro Tag. In jeder Packung ist eine Mahlzeit pro Person. Zum Beispiel Macaroni mit Käse.
verschiedene Frühstücksvariationen und Puddings, um unseren Kalorienbedarf zu decken. Wir arbeiten quasi die ganze Zeit und sind deshalb ständig im Defizit. Auf dem Atlantik gibt es keine Rettungsinsel für das Team, nur das Boot. Dafür ist es ein Hightech-Sportgerät, ausgestattet mit einer eigenen Solaranlage, die unter anderem eine elektronische Wasseraufbereitungsanlage mit Strom speist. Wir müssen in der Lage sein, es zu reparieren, denn manchmal können Dinge kaputt gehen. Der Filter ist überlebenswichtig. Wenn er nicht funktioniert, haben wir noch eine Handpumpe, mit der wir mehr Wasser entsalzen können. Also Daumen drücken. Auf dem offenen Atlantik sind die Ruderer den Kräften der Natur schutzlos ausgeliefert. Wenn dabei jemand über Bord geht, ist eine Rettung fast unmöglich. Alle Sportler gurten sich deshalb ans Boot und tragen ein Sonargerät. Das Schlimmste wäre, wenn jemand über Bord geht, weil er nicht festgegurtet war oder losgerissen wurde. Das wäre eine Katastrophe. Es wäre sehr schwierig, umzudrehen und gegen den Wind zu rudern. Jedes Boot besitzt an Bug und Heck kleine Kajüten. Die sind vollgestopft mit Vorräten und technischem Equipment. Aber sie dienen auch als Schlafkojen. Die Britinnen wollen sich im 2-Stunden-Takt abwechseln. Immer 2 Stunden rudern und 2 Stunden schlafen. Sofern das hier geht. So zusammengequetscht schlafen wir hier. Im Moment hat es 27 Grad in der Kabine. Ich denke, es wird Zeiten geben, in denen wir aneinander geraten, besonders wenn man sich nicht gut fühlt und müde ist. Die Überquerung ist keineswegs ungefährlich. Sogar Hurricanes mit bis zu 12 Meter hohen Wellen kamen schon vor. Im letzten Jahr kam es zu einem Unglück. Das ganze Wasser kam in die Kabine und als sie kenterten, konnten sie das Boot nicht mehr drehen. Nach 16 qualvollen Stunden kollidierten sie mit einem Tanker. Der nahm sie dann an Bord. Die Glasfaserboote sind etwa 7 Meter lang und knapp 2 Meter breit. Jeder Zentimeter ist verplant. Im Teamsphäre gibt es nicht. Das ist also unsere Toilette. Leider nur ein Eimer. Nicht sehr glamourös. Wir stellen ihn hier hin und gehen so auf die Toilette. Dann binden wir ihn fest und leeren ihn im Meer aus. Ja, nicht besonders schön oder bequem. Die anderen schauen Gott sei Dank in die andere Richtung. So können wir uns wenigstens nicht gegenseitig sehen. Wir hören uns nur. Die Ruderer können auf Rückenwind durch den Passat hoffen. Dennoch ist der Weg nach Antigua extrem lang und unglaublich beschwerlich. Die Teams trainieren vorher mindestens ein Jahr lang etwa 20 Stunden pro Woche. Und das, obwohl sie Amateure sind und Jobs haben. Aber die Frauen sind sich sicher, die Sache ist es wert. Es wurde uns erzählt, dass wir viele Wildtiere sehen werden. Delfine, Wale, Schildkröten und sogar Haie. Ich glaube, das wird echt aufregend. Solche Begegnungen werden bestimmt die Höhepunkte unserer Reise sein. Und die Sonnenauf- und Untergänge, während man rudert, werden bestimmt auch sehr besonders. Zwei im Team stechen besonders heraus. Die 21-jährige Emily und die 49-jährige Louise. Sie sind nämlich Mutter und Tochter. Ich weiß es zu schätzen, das Rennen mit ihr zusammen fahren und die ganze Erfahrung mit ihr teilen zu dürfen. Am Ende wird es etwas ganz Großes in unserem Leben sein, das wir gemeinsam erreicht haben. Es gibt nicht viele andere Mutter-Tochter-Duos, die das geschafft haben. Und ich bin stolz auf Emily, dass sie sich in so jungen Jahren dafür begeistern kann. Es gibt mehr Menschen, die den Mount Everest bestiegen haben, als Menschen, die erfolgreich über den Atlantik gerudert sind. Das Herz von La Gomera ist grün und wild. Auf über 1000 Metern Höhe erstreckt sich mitten in der zerrissenen Gebirgslandschaft ein riesiger subtropischer Urwald. Hallo, ich bin Marina Seiwert, ich bin hier die Lorbeerwaldhexe. Und Kalima, das ist meine schwarze Katze. Die Saarländerin Marina führt 5-mal pro Woche kleine Reisegruppen in diese Wildnis. Fast jeder Ast dieses Lorbeerwaldes ist mit Moosen bedeckt. Nur dadurch gibt es in diesem Ökosystem genug Feuchtigkeit für alle Pflanzen. Denn Regen fällt hier nur sehr selten. Ja, ihr seht schon hier die ganzen Moose.
Also normalerweise sind wir ja hier auf der Höhe von der Sahara fast. Das heißt, der Wald kann nur deswegen überleben hier, weil hier auf der Nordseite der Passatwind ankommt, beim Aufsteigen Wolken bildet und hier die Wolke sehr stark über den Hang drüber fetzt. Und die Bäume und die Moose, die man jetzt hier so schön sieht, die nehmen sich also diese Feuchtigkeit aus der Wolke raus. Der Nebelwald bedeckt gut ein Zehntel von La Gomera. Mit seinem Netz aus kleinen Bächen ist er die wichtigste Wasserquelle der Insel. Und er ist eine eigene Welt. Das Geheimnis des Waldes, das Mystische, das Leben in diesem Wald, was es hier gibt, das ist ein eigenes Leben. Es gibt eine eigene Sozialstruktur. Es gibt sowohl Fremdenfeindlichkeit als auch Mutterhilfe, als auch Warnsysteme. Die Bäume unter sich kommunizieren, die haben ein Leben, ein gesamtes Leben, so wie wir auch ein eigenes Leben haben. Man denkt, so ein Baum ist doof, steht einfach nur dumm rum, aber ist es nicht. Als Marina vor 23 Jahren herkam, hat der Wald sie sofort verzaubert. Und das ist wirklich ein Erbe der Menschheit, was erhalten werden muss. Neben all seinem Zauber und der Mystik bietet der Wald auch ganz praktische Alltagshilfen. Früher hatten die Leute ja hier kein Klopapier. Und wenn sie dann gemerkt haben im Wald, sie müssen aufs Klo und haben verschiedene Blätter ausprobiert, wie den Lorbeer zum Beispiel, dann haben sie gemerkt, auf Lorbeer rutscht man aus. Ja? Aber Schneeball ist weich und griffig, Hakle dreilagig. Und wenn die Wolke hier drin hängt, sogar Hakle feucht. Doch auch dieser jahrtausendealte Wald ist durch den Menschen bedroht. Immer wieder gibt es Fälle von Brandstiftung. Aber die größte Gefahr ist der Klimawandel. Wenn es eine sehr schnelle Klimaveränderung gibt, wird es den Wald auf der Strecke lassen. Wenn die Klimaveränderung ganz langsam vor sich geht, dann kann der Wald sich darauf einstellen. Mitten im Wald verbirgt sich einer der spektakulärsten Aussichtspunkte der Insel. Von hier aus hat man den perfekten Blick auf das Highlight der Nachbarinsel. So, da sehen wir den Teide, Spaniens höchster Berg. Die Leute von Teneriffa sind auch total stolz auf ihn. Die sagen, haha, wir haben aber den Teide. Ja? Dann sagen die Leute von Gomera, ihr habt ihn vielleicht, aber ihr seht ihn nicht. Wir aber hier auf Gomera, wir haben den jeden Tag vor uns. Den Lorbeerwald von La Gomera besuchen mittlerweile knapp 1 Million Menschen jährlich. La Gomera hat viel zu bieten. Den Flamenco gibt es hier aber erst, seitdem Romana und Thomas Müller ihn importiert haben. Inklusive einer ganz besonderen Tanzlehrerin. Hola, soy María Legarda y estoy aquí en La Gomera para enseñar a bailar flamenco. Für den Flamenco braucht man einfach viel Leidenschaft. Je mehr Leidenschaft und Wissen man dazu gewinnt, desto mehr liebt man es. Romana und Thomas haben Maria vor 2 Jahren in Barcelona kennengelernt. Mit ihr haben sie auf der Insel eine Flamenco-Schule gegründet. Das Projekt hat mich sofort angesprochen, weil ich glaube, dass La Gomera für kulturelle Dinge sehr offen ist. Flamenco ist etwas, das die Menschen tief berührt, sobald sie sich damit identifizieren. Am Ende sind alle süchtig danach. Die Flamenco-Schule hat die Gomeros sofort angesprochen. Vor allem die Kinder waren sehr neugierig. Mittlerweile gibt es wöchentlich 4 Kurse, in denen die einheimischen Kinder den Traditionstanz erlernen. Nach gut 3 Stunden Seefahrt werden die Whale Watcher ein weiteres Mal für ihre Ausdauer belohnt. Vor der Westküste der Insel taucht ein Grindwal auf. Und einer kommt selten allein. Denn Grindwale gehören zur Familie der Delfine und leben meist in Gruppen. Den sogenannten Schulen. Das Besondere ist, dass die super entspannt sind gerade und einfach auch ganz nah am Boot bleiben und sich da gar nicht stören lassen von uns.
Und die ruhen sich gerade aus, sind in einem Ruhemodus, weil die sind nachtaktiv, die fressen nachts. Man nennt sie übrigens auch die Geparden der Tiefsee, weil es echte Hochleistungssportler sind, weil die ganz schnell unten runtertauchen können, also eigentlich wie kein anderer Wal. Und sie tauchen tief, bis zu einem Kilometer. Jetzt wollen Susanne und ihre Crew die Wale nicht nur sehen, sondern auch hören. Dazu lassen sie ein sensibles Unterwassermikrofon über Bord. Guck mal her. Wenn du es mal ans Ohr hältst. Ah! Sag doch mal was. Und die hohen Töne, das ist die Kommunikation untereinander. Mhm. Und diese knatternden Geräusche, das ist das Sonarsystem. Sag mal. Bisschen leiser geworden. Ja, plötzlich stört die Fähre im Hintergrund die zarten Walgesänge. Der Verkehr rund um die Insel belastet Fische und Meeressäuger. Denn mitunter sorgen Maschinen und Sonarsysteme für regelrecht ohrenbetäubenden Lärm unter Wasser. Die stören sie schon, weil einfach sind sie laut. Und es kommt halt immer wieder zu Kollisionen mit großen Walen. Da war jetzt wieder ein Ton vom Pilotwal. Aber ihr hört ja selber auch, wie laut das Hintergrundgeräusch ist. Und so ist es für die Wale und Delfine ja eigentlich noch mehr. Die so einfach so ein gutes Gehör haben. Viel stärker ausgeprägt als wir. Bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Fähren könnte die Probleme hier deutlich reduzieren. Trotzdem, heute ist die Bilanz positiv. Ja, das war eine Wahnsinnstour heute. Also das erlebt man ganz bestimmt nicht jeden Tag. Wenn man das filmen wollte, würde man das nicht vor die Kamera kriegen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, dass die so auf Kuschelkurs sind. Das war, keine Ahnung, ich fühle mich einfach nur beschenkt, dass wir das heute so erleben durften. Also das ist was ganz Besonderes. Susanne ist aktives Mitglied im Verein Meer e.V. Der erforscht mit Hilfe von Spendengeldern die Meeressäuger von La Gomera und betreibt Aufklärungsarbeit, damit auch zukünftige Generationen solche Bilder sehen dürfen. Nach der Arbeit geht Susanne gerne in ihr Lieblingsrestaurant. Donna Ifigenias Restaurant ist mittlerweile weit mehr als ein Geheimtipp für Gomera-Besucher. Und das liegt an ihrem Gemüseeintopf. Die Gemüsesuppe ist rein aus biologischen Zutaten, wie etwa Kartoffeln, Kürbissen und Bohnen. Alles von der Insel. Ich habe mein ganzes Leben lang daran gefeilt. Zur Suppe mischt Ifigenia noch ein sogenanntes Gofio an, ein Püree aus Mais. Die 85-Jährige kocht das Gericht jeden Tag, seitdem sie ein junges Mädchen ist. Wir kochen diese Suppe schon seit 56 Jahren. Wegen ihr kommen Leute sogar vom spanischen Festland angereist, nur um hier zu essen. Dazu gibt's Salat, Brot und Chilisauce. Und traditionell bedeutet auf Gomerisch auch immer reichlich. Ich versuche einmal im Monat hier hochzukommen, einfach auch, weil ich total gerne im Wald bin. Und ich finde es einfach super lecker, jedes Mal wieder. Sehr, sehr lecker, lecker. Gleich bei Grenzenlos. Die Höhlenhippies von La Gomera, wo der Geist der alten Blumenkinder noch heute lebt. Diese Straße auf La Gomera führt scheinbar ins Nichts. Doch sie war lange Zeit die Zufahrt zu einem der wichtigsten Handelsplätze der Kanaren, dem Castillo del Mar. Als der Fotograf Thomas Müller zum ersten Mal hierher kam, war die ehemalige Hafenanlage völlig heruntergekommen. Ich wollte einfach was zurückgeben und wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein Geschenk, wo ich das beweisen kann, dass ich diese alte Ruine wieder zum Leben erwecke als Kulturplattform im Atlantik. Thomas hat das Castillo 1981 kurzerhand erworben und über 20 Jahre so restauriert, dass seit Anfang 2000 sogar ein Kulturzentrum darin Platz fand. Doch 2009 hat ihm die Regierung in Madrid die Konzession entzogen und seitdem passiert hier leider nichts mehr.
Das Castillo ist halt so abgelegen, dass wir jetzt diese Tür absichern mussten von hinten. Jetzt ist es richtig sicher, keiner kommt mehr rein. Und so bleibt es uns auch erhalten, dass wir es dann auch wieder aufmachen können, ohne dass da drin irgendwas Vandalistisches passiert ist. Thomas hat 5 Jahre gegen die Regierung geklagt und bekam 2014 endlich wieder die Erlaubnis, hier Kultur zu machen. Doch jetzt fehlt ihm ein Stromanschluss. Es ist mein Herzensprojekt. Und ich bin ja auch Steinbock und die Steinböcke lieben das Steinige und wissen auch, jeden Stein aus dem Weg zu räumen. Außerdem bin ich steinreich, wie man sieht, mit den vielen Steinen im Hintergrund. Und ich denke mir, nächstes Jahr werden die Türen wieder geöffnet sein. Dann wird auch die Straße zum Castillo wieder freigeräumt sein. Und in den historischen Mauern soll ein Meeresmuseum entstehen. Vom Meer aus geht Thomas' Fotosafari weiter zum modernsten Aussichtspunkt der Insel. Einer gläsernen Plattform über dem Rand der Steilküste. Das ist der Mirador de la Brand de la Gomera. Einer der spektakulärsten Aussichtspunkte auf dieser Insel. Und er hat eben einen transparenten Weg. Der wird auch Skywalk genannt. Und es zieht natürlich ganz viele Leute an. Ja, heute haben wir ein bisschen das Nordwetter. Das heißt also, die Wolkendecke hängt etwas tiefer. Normalerweise sieht man den Tede ganz strahlend. Heute nicht. Aber die Windverhältnisse sind fantastisch. Denn von hier aus kann man sich prima in die Tiefe stürzen. Am besten natürlich mit einem Gleitschirm. So macht es zumindest Udo, ein alter Freund von Thomas. Na, und heute fliegen? Du, der Wind ist gerade schön, passt gut. Guck mal, die Aussicht hier mit den verschiedenen Lichtdingern. Spektakulär. Geil, sag ich dir. Der gebürtige Essener Udo paraglidet seit 3 Jahren auf La Gomera. Das ist an sich schon aufregend. Doch hier auf der Insel gibt's einen extra Kick Adrenalin. Die Windverhältnisse sind oft nur schwer berechenbar. Also was total schön ist, der Ausblick auf Agulo, auf das Dorf da unten. Und dann fliege ich um die Ecke nach Emigua, da guckst du ganz in den Barranco rein, in das ganze Tal hoch, unten den Strand und so, das sieht schon schön aus. Udo fliegt auf Höhen von bis zu 900 Metern. Wenn er die Aufwinde gut abpasst, kann er die fantastische Aussicht über viele Stunden hinweg genießen. Hinter dem Hafen von Valle Gran Rey liegt die sagenumwobene Schweinebucht. Seit vielen Jahrzehnten ein Sehnsuchtsziel für Hippies und Aussteiger. Hola, soy José Arias Pepín y he encontrado mi camino en La Gomera. José ist ein waschechter Aussteiger. Seit 20 Jahren lebt er in verschiedensten Höhlen auf den Kanarischen Inseln. Wie lange er an einem Ort bleiben kann, hängt oftmals vom Wetter und vom Wasser ab. Wegen der starken Winde der letzten Tage ist der Ort, an dem ich vorher war, etwas riskant, weil das Wasser manchmal ohne Warnung kommt. Deshalb suche ich jetzt nach einem Ort, der besser geschützt ist. José ist diplomierter Wirtschaftswissenschaftler. Früher arbeitete er in der IT-Branche. Doch dieses Leben hielt er irgendwann nicht mehr aus. Heute besitzt er fast nichts mehr und lebt mitten in der Natur. Dies ist ein sehr friedlicher Ort. Hier kann ich komplett im Kontakt mit der Natur sein. Leben mit Mutter Erde, schwimmen im Meer. Der Schlafsack ist wichtig, wenn es nachts kalt wird. Ich brauche eine Kerze, eine Zahnbürste, etwas Essen. Das kommt in den Schatten. Und meine Solarlampe. Die ist nachts sehr wichtig. Ich hatte das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir Menschen leben, nicht mehr nachhaltig ist. Wir belasten die Natur genauso wie die Menschen in anderen Ländern. Ich persönlich will mich daran nicht mehr beteiligen. Jetzt will José seine Leidenschaft zum Beruf machen. Das Schreiben von Kurzgeschichten und Kinderbüchern. Nachdem er einige andere kanarische Inseln getestet hat, entdeckte er vor 4 Jahren La Gomera. Erst hier kam er richtig zur Ruhe. La Gomera ist nicht so sehr vom Massentourismus überrollt. Die Leute, die hierher kommen, versuchen dem System zu entfliehen. Deshalb ist es hier komplett anders als auf Gran Canaria oder Teneriffa. Doch auch der massenhafte Hippie-Tourismus bringt der Insel nicht nur Segen.
Überall Plastikmüll, mitten im Naturschutzgebiet. Ein Grund, warum sich die öffentliche Meinung immer mehr gegen die Aussteiger dreht. Das ist das Problem. Eigentlich sollten wir den Ort sauberer hinterlassen als zuvor. Zum Beispiel den Plastikmüll aus dem Ozean einsammeln. Doch manche tun das nicht. Das ist genau der Grund, warum sich einige Leute über die Menschen beschweren, die in der Natur leben. José sucht ohnehin nicht mehr viel Kontakt zu anderen Menschen. Er will lieber viel Zeit mit sich selbst und der Natur verbringen. In gewisser Weise bin ich gerne allein, weil ich mich mehr auf mein Schreiben konzentrieren kann. Aber mein Leben war nicht immer so. Ich war lange Zeit in einer Beziehung, aber jetzt bin ich eben in einer Lebensphase, in der ich allein bin. Ich brauche niemanden. Aber wenn jemand Besonderes wieder in mein Leben tritt, ist sie willkommen. Aber ich bin auch gerne allein. Mittlerweile macht sich der 45-jährige José sogar ernste Gedanken übers Älterwerden. Eigentlich eher untypisch in Hippie-Kreisen. Ich werde versuchen, so lange wie möglich so zu leben, wie es meinem Ideal entspricht. Aber ich arbeite auch an meinen Büchern, mit dem Ziel, diese im Internet zu verkaufen, damit ich später mal ein Einkommen habe, das mich im Alter absichert. Den Traum von Freiheit und Ungebundenheit. Auf La Gomera kann man ihn noch leben. Wenige Kilometer entfernt treffen sich jeden Abend, pünktlich, wenn die Sonne im Atlantik untergeht, die etwas geselligeren Hippies zur Trommelsession. Viele von ihnen sind nur Aussteiger für eine Urlaubszeit. In der legendären Piano-Bar begeistern schillernde Flamenco-Auftritte sowohl Touristen als auch Einheimische. Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite der Insel in San Antonio feiern die Atlantiküberquerer ihre letzte Party für sehr lange Zeit. Die Damen wissen jetzt schon genau, was sie auf hoher See am meisten vermissen werden. Eine heiße Dusche und ein bequemes Bett. Eine schöne Tasse Tee. Und natürlich Freunde und Familie. Gutes Essen, Salat und solche Dinge. Wir haben eine lange Liste. Gleich bei Grenzenlos. Plötzlich technische Probleme an Bord. Kriegen die Mädels ihr Boot noch rechtzeitig wieder fit? Die Küstenörtchen von La Gomera sind voll mit charmanten Fischrestaurants. In den Küchen geht es heiß her, wenn Meeresfrüchte wie Tintenfische oder Gambas in die Pfanne kommen. Chefköchin Mariluz aber ist spezialisiert auf die Zubereitung von Fisch. Hier haben wir verschiedenste Fischarten. Das sind Samas, Doraden, Alfosinios und die Kernerfische. Heute will sie Samaroquera, eine Brassenspezialität, auf den Teller bringen. Die Zubereitungsart ist typisch gomerisch. In La Gomera kochen und marinieren wir die Fische auf eine besondere Art. Wir machen es mit einer Soße aus Zwiebeln, Paprika und einer speziellen Gewürzmischung, die typisch ist für La Gomera. In der speziellen Gewürzmischung sind unter anderem Knoblauch, Petersilie und Kreuzkümmel. Fertig gegrillt serviert man ihn mit Salat und Kartoffeln. Für viele Gourmets ein unvergesslicher Gaumenschmaus. Im Hafen von San Sebastian. Hier fällt in knapp einer Stunde der Startschuss für das härteste Ruderrennen der Welt. Während sich die anderen Teams auf das Abenteuer ihres Lebens einschwören, ist beim Team Astro to Atlantic blanke Panik ausgebrochen. Das GPS-System an Bord spinnt und spuckt plötzlich völlig falsche Routendaten aus. Wir sind gerade ein bisschen gestresst. Wir müssen das jetzt unbedingt in Ordnung bringen.
Sonst kriegen wir die ganze Zeit falsche Daten rein. Das ist gerade wirklich eine Katastrophe. Aber Kate kriegt das bestimmt hin. Die vier Britinnen stecken seit über einem Jahr viel Zeit, Herzblut und all ihr Geld in das Projekt. Und dann steht alles auf dem Spiel. Bis wenige Augenblicke vor dem Startschuss. Alles wieder gut. Los geht's für die 27 Ruderteams. Sie alle wollen die mörderische Strecke bis nach Antigua in 40 bis 60 Tagen gesund überstehen. Und vielleicht am Ende sogar die schnellsten sein. Die Sportler sind keine professionellen Ruderer, lediglich leidenschaftliche Abenteurer, die mit Hilfe von Sponsoren zunächst rund 120.000 Euro aufbringen müssen. Ich will nicht in 20, 30 Jahren zurückblicken und denken, ich wünschte, ich hätte es getan, oder mich fragen, ob ich es hätte schaffen können. Es ist diese mentale Herausforderung, der ich mich stellen will. Viele Teilnehmer hoffen, dass dieses Rennen sie positiv beeinflusst. Ich hoffe, dass es mein Leben verändern wird und dass es mich dazu bringt, mich selbst mehr zu fordern, daran zu glauben, dass ich sowas schaffen kann wie diese Riesensache. Am Ende werden die vier Britinnen 45 Tage brauchen und als Zehnte ihrer Klasse auf der Karibikinsel Antigua einlaufen. Doch der Weg war das Ziel. Und der begann auf der Trauminsel La Gomera.